So, wir waren noch bei Ralph Waldo Emerson und seinem Transzendentalismus, bei dem er aber nicht stehen bleibt. Durch seine Berührung mit dem deutschen Idealismus und auch der deutschen romantischen Philosophie erfährt er auch von dem ja wesentlich das Individuum transzendierenden historischen Perspektivismus. Nach Emerson kommt deshalb zu den transzendentalen Eigenheiten des Selbst und der Natur noch das dazu, was er die Überseele nennt, Oversoul, an welcher der Mensch, man darf wohl sagen, im platonischen Sinne teilhat. Diese Überseele ist nun keine freischwebende Wesenheit, sondern sie zeigt ihre Wirksamkeit in den Phänomenen der sinnlich Gegebenen und sie zeitigt Entwicklungen, an denen der Einzelne teilhat. Es ist allerdings diese Überseele nicht zu vergleichen mit dem Gemeinwillen Schopenhauers, dem der Einzelne fatalistisch unterworfen ist, sondern im Gegenteil ausgestattet mit der transzendentalen Kreativität ist der Mensch in der Lage, durch Tätigkeit seiner Individualität diese Überseele, mit denen er dynamisch mit anderen verbunden ist, zu gestalten. Tatsächlich ihr ein Gepräge zu geben, ihr sogar eine historische Dimension zu geben. Ich darf daran erinnern, was ich eingangs zitierte bei Walt Whitman. The Americans of all nations, at all times, also in der ganzen Weltgeschichte, haben diese Amerikaner, könnte man sagen, mit dieser Philosophie, tatsächlich diese Überseele ausgestaltet, umgeformt, bis letztlich tatsächlich die Vereinigten Staaten entstanden sind. Die Überseele ist mithin der Bereich, in dem das Individuum sich zur Gemeinschaft einerseits und zu deren geschichtlicher Dynamik andererseits erweitert, der es aber nicht unterworfen ist, sondern es mit seiner Arbeit prägen kann. Im Gefolge seiner Gedanken mutet es durchaus konsequent an, wenn diese Prägung nicht, ausdrücklich nicht, darin bestehen kann, irgendwelche inhaltlichen, sondern nur formale Vorgaben zu machen. Denn jede Äußerung programmatischer Inhalte, also der Mensch soll so und so sein, das und das gut und richtig finden, solche Äußerungen würden auf die anderen Teilnehmer der Überseele einen unakzeptablen Zwang auslösen. Also kann das Ziel einer der Vernunft des Individuums entsprechenden Überseele nur rein formaler und das heißt staatlicher Natur sein. Was steht auf dem Wappen der Vereinigten Staaten? E pluribus unum, aus den vielen eins. Dieser Staat, der seine Einheit aus den vielen, e pluribus unum, bezieht, hat den persönlichen Ansichten seiner Träger gegenüber indifferent zu sein, wie diese sich verpflichten müssen, ihre persönlichen Ansichten für sich zu behalten, was nach Emerson bereits ein Gebot der Klugheit ist. Dieser Staat,
Die Vereinigten Staaten. Dieser Staat stellt in seiner Existenz das komplementäre Bild zur von Emerson geglaubten Einheit Gottes in seiner Welt dar. Dieser Staat lag von Anbeginn an in der Absicht der sich durch die Jahrtausende entfaltenden menschlichen Geschichte seit der Vertreibung aus dem Paradies. Dieser Staat ist die Stadt auf dem Hügel, God's own country. Dieser Staat ist die USA. Es gibt sogar, was in der amerikanischen Literatur seit Edgar Allan Poe bis heute, bis zu heutigen Autoren Paul Auster, Richard Ford, immer wieder vorkommt, ein Mythos von der Westverlagerung der Zeiten. Nicht, das Paradies lag irgendwo im Osten, das wissen wir. Seitdem wir da draußen sind, hat sich die Menschheitsgeschichte immer mehr nach Westen verlagert. Zweistromland, Ägypten, Griechenland, Rom, dann Mittelalter, hat Europa eine wichtige Rolle gespielt, dann England, Empire. Als die langsam keine Luft mehr hatten, Sprung über den Atlantik, USA. So, die Menschheit ist einmal rum. So wie Kolumbus gesagt hat, fahre in den Westen und du kommst nach Osten. Die Menschheit ist einmal rum, sie ist am Ziel. Ja, meine Damen und Herren, das ist ernst gemeint. Das ist nicht etwa irgendwie eine hübsche Überlegung, sondern die Leute, die das so propagieren, die sehen tatsächlich in den USA die Absicht der Geschichte. Das fulminante Ende, das Ziel, das mit dem Paradies korrespondiert. Dort Anfang, hier Ziel. The America, the Americans at all nations, at any time. Nun sind sie im Ziel. Stadt auf dem Hügel. Der europäischen Geistesgeschichte mutet es vielleicht seltsam an, dass es nach Emersons Gedanken bereits beides gleichzeitig geben kann. Ein religiöses Sendungsbewusstsein in Verbindung mit der programmatischen Ablehnung inhaltlicher Normen. Doch man muss, wie bereits gesagt, anerkennen, dass für Emerson besonders nach 1865, also nach dem Ende des Bürgerkriegs, genau hierin die Legitimation und die Definition der USA begründet waren. Und er und seine Mitstreiter hierin das Ziel der Menschheit für erreicht sahen. Wer waren nun seine Mitstreiter? Auf zwei müssen wir näher achten. Der zweite, Henry David Thoreau, 1817 bis 1862. Dem passionierten Leser von amerikanischer Literatur wird dieser Name schwerlich entgangen sein. Von Melville bis Paul Auster tritt dem Leser immer wieder Henry David Thoreau entgegen. Ein Schriftsteller, ein besonderer Zögling Emersons, der auf einem von dessen Grundstücken sich ein Blockhaus baute an einem See. Dort 2 Jahre in selbstgewählter Einsamkeit lebte und darüber ein Buch verfasste. Das berühmte Buch Walden. Das ist ein Buch mit einem besonderen Schicksal. Es gehört zu den Büchern, von denen jeder eigentlich weiß, dass es sie gibt und kein Mensch hat sie gelesen. Das ist ein bisschen bedauerlich. Man kann das schon mal machen. Thoreau war der Sohn eines Bleistiftfabrikanten, hatte in Harvard studiert. Es litt ihn nicht lange im Schuldienst, eigentlich wollte er Lehrer werden, aber man entließ ihn, weil er sich weigerte, die Notwendigkeit körperlicher Züchtigung anzuerkennen.
Nicht so ändern sich die Zeiten. Wenn Sie sich heute weigern, die Unnötigkeit von körperlicher Züchtigkeit anzuerkennen, dann fliegen Sie heute. Also es ist immer anders. Also, später scheitert er mit einer Privatschule, die er zusammen mit seinem Bruder gründete. Der Bruder stirbt. Thoreau ist auf der Suche nach jemandem, der ihm Halt gibt, und lernt eben 1841 Emerson kennen. Der unterstützt ihn, lässt ihn in seinem Hause ihn leben. Und dann, am 4. Juli 1845, bezieht Thoreau seine Hütte. Das ist natürlich ein programmatisches Datum. Der 4. Juli, the 4th of July, der Unabhängigkeitstag. Das ist Programmatik, das ist symbolisch, denn es sollte um Unabhängigkeit gehen. Es ist noch die Zeit vor dem Bürgerkrieg und die USA waren noch weit davon entfernt, Weltmacht zu sein. Der Gang bis zum Pazifik war noch ein weiter und das Bewusstsein der Grenze, der Frontier, war nicht nur ein allegorisches. Und es geht darum, unabhängig und Landnahme zu betreiben. In Unabhängigkeit Landnahme. Ich beziehe mein Haus, ich beziehe meinen Grund, ich nehme das Land. Das ist die Thematik von Walden. Thoreau war keiner jener Käuze, die sich von Ameisen und Rinde ernähren und später daraus Kochbücher zu schreiben. Sind ja heute überall inflationsmäßig unterwegs, nicht? Ich verzichte auf das Tragen von Schuhen und stelle dann Rezepte über Schuhsohlen ins Netz. So einer war das nicht. Es ging ihm um eine philosophische Naturerfahrung. Und zwar eine philosophische Naturerfahrung nicht europäischen Zuschnitts. Liest man Walden, ja, die Dame gähnt schon, sie hat doch völlig recht, man gähnt sehr leicht bei Walden. Also liest man Walden, was zugegebenerweise nicht gerade eine dynamisierende Tätigkeit ist, das stimmt schon. Aber man ist denn doch überrascht von der sensitiven Art und Weise der Eindrücke. Oft geht es um eine sehr ausgeprägte Sensorik, der spekulierende Kontemplationen folgen. Man hat manchmal den Eindruck, einen Avantgardisten zu lesen. Ich werde gleich noch darüber was sagen. Nach dem Farmer und Fabrikanten, Handwerker und Geschäftsleute das Land in Besitz genommen haben, um es zu bewirtschaften, geht es ihm, Thoreau, darum, die Natur zu schmecken, sie zu fühlen, um in einer Art ganzheitlicher Weise darin Wurzeln zu schlagen. Der lebt das alles noch mal nach, in zweiter Generation. Wie ist das, übers Meer zu kommen, anzukommen, einen fremden Boden zu betreten, Wurzeln zu schlagen? Das versucht er nachzuerleben. Die Teilhabe des Menschen an der Natur, die ja auch Emerson propagiert, versucht er nicht zu denken, sondern ihrer in seiner Existenz ganz teilhaftig bewusst zu werden. Das neue Land in seiner Weite unübersehbar, kaum noch durchzogen von Wegen und Straßen, will in seiner Ursprünglichkeit erfahren und gefühlt werden.